Ja, liebe Zuschauer, wie versprochen, unser jetziger Drittel-Interviewpartner von den Blue Devils war die Nummer 28, Maximilian Kolb. Max, erstmal Servus am Koblenz. Danke, dass du dir kurz die Zeit nimmst. Kurz zu dir, zu deiner Person. Du bist ja hier in Füssen natürlich auch kein Unbekannter. Du hast hier das Schlittschuhlaufen erlernt, ehe es dann für dich in Richtung DL2 über die Ravensburg Tower Stars und die Dresdner Eislöwen ging. Diese Saison hast du dich dann für einen Wechsel in die Oberliga entschieden zu den Blue Devils. Was waren da die ausschlaggebenden Gründe für dich, warum du dich für diesen Wechsel nach Weiden entschieden hast? Ja, servus. Es gibt für einen Sportler, glaube ich, nichts Schöneres, wenn du in einem richtig professionellen Umfeld spielen kannst mit den besten Spielern in der Liga und kannst Titel gewinnen. Und das war ausschlaggebend für den Wechsel. Und bis jetzt macht es mir riesig Spaß, gefällt mir sehr gut und finde es natürlich auch riesig, also finde es auch sehr, sehr schön, dass ich heute wieder daheim spielen kann. Ja, das ist natürlich schön zu hören, dass dir gefällt. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Weiden natürlich seit letzter Saison eigentlich der Primus in der Oberliga Süd. Heute bisher 0-2 nach den ersten 20 Minuten. Wie bewertest du das erste Drittel aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, wir kontrollieren das Spiel ganz gut, aber es ist noch zu harmlos. Wir müssen mehr Scheiben zum Tor bringen, die Scheibe auch mehr laufen lassen. Manchmal machen wir zu viel auf Zwang. Die Flüssigkeit, die Lockerheit müssen wir noch finden. Ja, die individuelle Klasse, wie du es schon angesprochen hast, bei den Spielern in euren Reihen natürlich nicht abzusprechen. Dennoch ist es auch für so qualitativ hochwertige Mannschaften immer wieder schwierig, hier am Koblenz zu spielen gegen den EV Füssen. Was macht Füssen denn als Gegner auch für so Mannschaften wie die Blue Devils Weiden so unangenehm und schwer zu bespielen? Es ist immer schwer, wenn du gegen eine junge Mannschaft spielst, die läuferisch sehr, sehr stark ist. Und ich weiß es auch natürlich von den Jungs, das ist eine Einheit, da kämpft jeder für den anderen und da musst du erstmal durchbrechen. Alles klar, dann abschließend die Frage, was ist der Plan für die kommenden 40 Minuten? Weitermachen wie bis jetzt, nur noch mit mehr Effektivität, mit mehr Zug zum Tor. Schauen wir, dass wir genauso wenig Schüsse wie im ersten Drittel zulassen, die Strafen weglassen und dann bin ich sehr zuversichtlich. Alles klar, Maximilian Kolb, ich sage vielen Dank und wünsche viel Erfolg für die weiteren 40 Minuten. Danke. So, sehr verehrte Zuseher, auch in der zweiten Drittelpause haben wir einen Interviewpartner zu Gast. Jetzt der Spieler von EV Füssen, Tim Flamann. Tim, erstmal Servus und danke, dass du dir kurz die Zeit nimmst. Ich glaube, das Mikro von Tim ist noch nicht an. Warte, Tim, wir checken es noch mal kurz. Probier es mal noch mal, Tim. Servus. Ja, jetzt geht's. Perfekt, jetzt kann ich dich auch hören. Ja, wie gesagt, Servus, schön, dass du da bist. Ja, du wunderst dich vielleicht, warum du hier heute die Ehre hast. Du wurdest von deinem Betreuer Christian vorgeschlagen, weil der meinte, du wärst der perfekte Partner für dieses Format. Von daher machen wir es kurz und knapp. Sehr gut. Ja, wow. Was für ein zweites Drittel, also von oben zum Zuschauen macht es mega Spaß. Was ist deine Meinung zu den ersten gespielten 40 Minuten? Ja, ich denke, die haben uns einfach unterschätzt, haben nicht damit gerechnet, vielleicht, dass wir so hart kommen. Aber mit viel Kampf können wir was holen heute. Ja, du sprichst es an, der EV Füssen heute ohne alle Kontingentspieler. Zeigt es vielleicht auch die Philosophie vom EV Füssen und zeigt es, was für ein eingeschworener Haufen ihr auch außerhalb vom Eis eigentlich seid? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die komplette Mannschaft steht für harte Arbeit, haben im Sommer hart gearbeitet und es zeigt sich jetzt, dass wir fit sind und das über lange Zeit auch so spielen können. Ja, das ist schön zu hören. Ja, im ersten Drittel war Weiden noch recht dominant. Ab dem zweiten Drittel hatte man aber das Gefühl, dass ihr immer besser in die Partie gekommen seid. Was hat denn Juhani Mattikainen in der ersten Drittelpause so grob zu euch als Spielern gesagt? Ganz grob hat er gesagt, dass wir voll da sind, dass die Probleme haben, wenn wir so hart vorchecken. Und genau das versuchen wir jetzt auch weiter umzusetzen. Und ja. Alles klar, dann letzte und knackige Frage. Warum gewinnt der EV Füssen heute gegen die Blue Devils Weiden? Weil wir mehr Herz haben als die. Alles klar, Tim Flamann, ich bedanke mich und wünsche dir viel Erfolg fürs letzte Drittel. Danke.